Ich habe zu Money Miner 2 Updates im Laufe der letzten Wochen gemacht. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, was juckt mich das? Ganz einfach, Timmy. Ich weiß es nicht. Aber du tust wenigstens so, als würde es dich jucken. Wie bereits im letzten Video erwähnt, stecke ich sehr viel Zeit und Arbeit in dieses Projekt rein. Und werde dies auch weiter tun. Was ist denn jetzt neu? Jetzt mich nicht. Jetzt mach! Es hat sich sehr viel geändert. Zum einen spielt man nicht mehr in der Vogelperspektive, sondern in der First-Person-Sicht. Ja. Dazu gibt es jetzt Handys, Social Media, Computerteile, die auch gar nicht überteuert sind oder so. Bessere Grafik, ein neues Hauptmenü und Dinge. Aber warum genau mache ich dieses Video? Und warum mache ich das nicht zu jedem Update? Nun, um ganz ehrlich zu sein, ich hasse mein Leben. Ich hatte kaum Zeit. Und mein damaliges Schnittprogramm DaVinci Resolve ist scheiße unperformant. Doch nun bin ich zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Adobe Premiere Pro 2022 Pro Max EA Sports. In the game. Und wie konnte ich jetzt an dem Spiel arbeiten, obwohl ich eigentlich keine Zeit dafür hatte? Nun ja, ich habe ein Praktikum gemacht, also von der Schule. Als wäre ich so engagiert und würde ein Praktikum freiwillig machen. Und wie der Zufall es wollte, war es ein Praktikum bei einem Entwicklerstudio, welche Spiele entwickelt hat. Und da ich keine Ahnung hatte, wie Unreal Engine funktioniert und ich demnach auch nichts machen konnte, habe ich meine Projekte in die Unity Cloud geböllert und habe das dann da gemacht. Aber ich habe immerhin ein Spiel geschenkt bekommen. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Laufwerk. Jedenfalls konnte ich dort konzentriert arbeiten und konnte ganze 2 Updates in der Zeit fertig machen. Und dort habe ich auch noch vieles weiteres gelernt, was mir auch hilft. Zum einen, warum das Programm dort immer abgestürzt ist. Und warum diese Szene am Ende bis zu 26 GB RAM gezogen hat. Ja, man sollte vielleicht aufpassen, wie man Schleifen in einer Coroutine einbaut. Vertragen sich nicht so gut, wenn man sie falsch benutzt. Ein weiteres Feature, auf das ich sehr stolz bin, ist, dass man jetzt umziehen kann. Es gibt insgesamt 3 weitere Wohnungen, welche entweder eine atemberaubende Aussicht haben, eine luxuriöse Ausstattung oder halt ein Rattenloch. Je nachdem, wie weit du von der Insolvenz entfernt bist oder entfernt sein willst. Und da ich natürlich transparent zu euch sein möchte, zeige ich euch auch mal gleich direkt, wie erfolgreich das Spiel ist. Hier seht ihr meine Einnahmen, meine Downloads und natürlich ist mein Spiel auf der Steam-Startseite. Obwohl es nicht auf Steam gelistet ist. Ich bin natürlich schon im Gespräch mit EA, die mir das Spiel abkaufen wollen. Und natürlich haben sich YouTuber wie PewDiePie, Markiplier und Videogame Donkey sich nicht lumpen lassen, das Spiel schon gespielt. Warum halt ich denn hier einfach meine Fresse? Aber fragen wir doch mal andere, was sie von meinem Spiel halten. Könnte man so sagen, ach ja, dass es keinen Controller-Support gibt. Und dass es außer Essen, Mining und Schlafen eigentlich kaum was zu tun gibt. Und dass die Grafik jetzt auch nicht so satisfying ist. Ob ich Money Miner schon gespielt habe? Ja. Ob ich es gut fand? Nein. Wen hast du dir das Spiel mal angeschaut? Zum einen sieht es aus wie ein billiger Abklatsch von Minecraft. Zum anderen denkst du wirklich, dass die Leute Spaß daran haben, ein Spiel zu spielen, das das echte Leben simuliert? Die Leute haben doch jetzt schon keinen Spaß an ihrem echten Leben. Ich habe noch nie so einen Scheiß gespielt. Das ist wasted time, ich sag's euch. Das ist der letzte Scheißhaufen. Leute, kauft kein Money Miner, das ist das schlechteste Spiel, was ich seit Ewigkeiten gezockt habe. Dieser degenerierte Entwickler, Eric, der weiß nicht, wie man programmiert. Das ist ein scheiß Programmierer. Das hat Bugs ohne Ende. Ich meine, da kann man Pizza essen, aber wegen Bug geht das nicht. Ich will noch meine Pizza essen. Wie gut, dass mir eure Meinung komplett am Arsch vorbeigeht. Ihr wisst eh nicht, was wahre Kunst ist. So wie ich. Falls ihr jetzt auch Bock bekommen habt, Money Miner zu testen, geht in die Videobeschreibung und slappt den Link, um auf die itch.io-Seite zu kommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Ding, was ich mache. Oder so. Bye.